So sieht ein Grauammer von nahem aus. Es ist schwierig, sie von weit weg zu identifizieren, wenn man ihren berühmten Gesang nicht kennt. So ist es auch der Landwirtin aus Brüttelen gegangen. Sie musste das Mähen von zwei Parzellen verschieben, weil sich dort ein Grauammerbärli eingenistet hat. Wir kennen das Problem, dass wir Tiere gefährden, wenn wir mit schweren Maschinen ins Feld gehen. Besonders auch Rehkitz sind ja gefährdet, die populär sind in den Medien. Aber von genau Vögel oder welche Art Vögel, das habe ich vorher noch nicht gewusst. Aus diesem Grund überwachen BirdLife und Kantone Bern und Freiburg die stark genützten Wiesen, in denen die Grauammern nisten. In den letzten 30 Jahren sind von 500 Bärli gerade mal noch etwa 100 übrig geblieben. Das Problem? Die Landwirtschaft. Praktisch alle Ökoflächen und Ökowiesen werden am 15. Juni gemäht. Und der 15. Juni, das ist mitten in der Brutzeit der Grauammern, wenn sie noch am Eier ausbrüten sind oder am Jungen Fütter sein. Und das ist eines der grössten Probleme. Die ergriffenen Massnahmen funktionieren. Seit diesem Jahr haben sich rund 20 neue Bärli in der Region angesiedelt. Rachel Hämmerli wartet jetzt schon 10 Tage darauf, dass sie mit dem Mähen weitermachen kann. In ihrem Fall ist das aber kein Problem. Jetzt in meinem speziellen Fall, weil ich nicht auf das Futter gross angewiesen bin. In anderen Fällen, wo die Bauern auf das Futter angewiesen sind, geht es natürlich nicht, dass wir einen Teil der Fläche stehen lassen. Wenn man mähen will, dann muss die Sonne scheinen. Und wenn es regnet, dann ist es blöd. Dann verregnet es alles. Im Grunde genommen haben sie gar keine Wahl. Also wenn wir ein Nest finden und das wirklich wissen, dann ist das Nest auch rein rechtlich, gesetzlich geschützt. Für die Landwirte, die von diesen Massnahmen betroffen sind, ist eine kantonale Entschädigung vorgesehen. Für Rachel Hämmerli muss nicht mehr allzu lange warten, bis sie wieder weitermähen kann. Nach den Beobachtungen von Lukas Lombardo haben die Jungvögel das Nest wahrscheinlich schon verloren.